So, Leute, da sind wir beim nächsten Muster und ich habe meine Challenge wieder für mich. Und zwar habe ich nochmal eine Korea in, ich glaube, Japanisch. Und guck mir das mal an. Das hat keine Lasche zum Öffnen, hat aber hier oben so ein Loch zum Aufhängen, was ich ganz witzig finde. Und ja, es ist ein bisschen eine Challenge. Ich habe lange kein Ikoria mehr aufgemacht. Wirklich lange. Und ich weiß auch gar nicht, was da überhaupt noch Gutes drin sein kann, außer vielleicht Triome. Und deshalb gucken wir uns das Ganze mal an. Es wird eine Challenge. Ich glaube, sie sind falsch rum. Ich glaube, das ist eine Kam. Jawohl. Das ist ein Lux. Der ist farblos, kostet 3 Mana, 1/1 und ich glaube, der macht irgendwas mit Evolve. Jetzt beginnt so ein Ratespiel. Das war das letzte Mal doch ganz super, oder? 6 Mana, 5/5 mit Cycle und einem Ding. Okay, Cycle. 2 Mana, 2/1 und der verteilt irgendeine Marke. Nee, gibt -1/-1 oder sowas. Keine Marke, sondern gibt -1/-1 nur. Dann haben wir 4 Mana Sorcery oder Instant und tut was. Irgendwas mit 2. Und das ist, glaube ich, eine 3. Hm. Ich blamier mich ein bisschen. 1 Mana 1/1, 1 Mana Tappen, Enchanten schießen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Gott, und jetzt kommen natürlich auch nur die ich nicht kenne. 6 Mana, 3/6, Wachsamkeit, 1 Mana Cycle, natürlich. Natürlich, wer kennt nicht? Den Jellyfish, 2 Mana 1/3, fliegend. Mit für 2 Mana, keine Ahnung. Oder Defender oder unter verliert Defender. Ich weiß es nicht. Es sind, gefühlt habe ich aus diesen Karten nur diese beiden überhaupt jemals in dem Set gesehen. Und ich habe unendlich viele Displays aufgemacht. Das Booster will mich doch nur foppen. Mensch. Das hat was mit Cycling. Das ist ein Schwein. 4 Mana 4/3. Ich glaube, es kann nicht von Kreaturen mit Stärke von 2 oder weniger geblockt werden. Aber ich bin mir auch nicht mehr so sicher. Was bist du denn? Niemals sind das Karten einfach aus... Wow. Ich bin echt bad da drin. Ich dachte, es wäre ganz cool, sowas zu machen. 3 Mana, 1/4. Tut Dinge. Wow. Ich dachte, es wäre cool, das zu machen, aber irgendwie blamier ich mich hier nur. Das kann ich. 3 Mana Artefakt tappen für ein grünes, weiß oder schwarzes und für 2 Mana kommt das Ding Cycle. Das ist ein ganz cooler Stein, aber ich auch schon ewig nicht gesehen. Und das müsste unsere Rare sein. Die müsste ich wahrscheinlich kennen. Ja, die kenne ich. Das ist ein Companion, der für 5 Mana 3/5 ist und wir ihn als Companion wählen können, wenn wir nur ungerade Zahlen haben. Und jeglicher Schaden wird verdoppelt, solange der im Spielfeld ist. Ich konnte was. Wir haben eine Foil Rare, die ich noch nie gesehen habe. 2 Mana 2/2 und sie tut irgendwas für rote Mana. Wow. Ja, war vielleicht nicht so die coolste Idee. Das ist eine Feather. Sorry für dieses Erlebnis oder so. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß bei diesem Booster Break. Und ich probiere das demnächst mal mit einem Set, wo ich mich besser auskenne. Wir sehen uns. Bis dahin, Black Sail. Ciao, ciao.